Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Ich habe hier schon die Bench neu gesetzt und ich würde sagen, ich muss mal wieder dringend nach Hause, weil ich ja mal dem Bivan irgendwie das Kuscheln beibringen muss. Ich glaube, der hat Sehnsucht. Den werden wir uns gleich mal aus der Nähe ansehen. So, zack, da würde ich sagen, ab nach Hause. Hui! Da sind wir. Ich hole mir gleich ein Fläschchen Vivanmilch. Herstellung. Wir wollen ja nicht mit leeren Händen kommen, ne? Inventar. Zack, das Flaschi. Oh, ich habe ja gar nichts mit, sehe ich gerade. Heranwachsend. Guck mal. Der ist nicht mehr jugendlich. Sollte er jetzt endlich... Wir mit dir kuscheln. Oh. Ein Heranwachsender. Willst du dann noch ein Flaschi haben oder nicht? Guck mal. Flaschi. Hau mal rein hier. Geht immerhin wieder auf 1300. Na Mann, wenn der erstmal ausgewachsen ist, ey. Da haben wir ja auch drei Kreuze. Mein Flying Gecko. Ja, sehr schön. Dann wollen wir aber trotzdem mal tap, kurz hier unten nach dem Rechten gucken. So, Madame liegt nicht auf dem Boden. Das ist schon mal gut. So, ich musste mich mal ganz kurz muten. Bin aber wieder da und ich hoffe, man kann mich auch hören. Nachdem ich ja auch mal eine tolle Episode komplett ohne Ton gedreht habe, also ohne Kommentare. Hallo, Pasti, bleib mal hier. Halt! So, also kriegst gleich nochmal ein Level ab. Schluck aus der Pulle. Wie sieht das hier mit dem 48, 50.000, 50.000, 47.000? Sieht gut aus. Da brauche ich, glaube ich, noch keinen großen Düngernachschub. Oder brauche ich hier Platz drin? Ja. Das nutzen wir doch mal. Dünger muss sein. 56.000. Ja, noch ein Schluck, genau. 59, also knapp 60.000. 60.000. 63.000. So, sollte einigermaßen gleich verteilt sein. Dann würde ich sagen, Jungs, lasst laufen. Die Bench habe ich noch nicht neu gesetzt. Das heißt, ich nehme aber die Narkobärchen alle mit. Rüber in die andere Base. So, das kann aber hier bleiben. Die schwarzen Perlis auch. Die Paste nehme ich mit und das hier kommt in den Kühlschrank. Und ich habe noch 28 mal Schnitzel in der Tasche, das ist okay. Da brauche ich jetzt nicht weiter was mitnehmen. Ich würde sagen, ich verkrieche mich hier wieder in eine Ecke und porte mich dann. Entspannt wieder in die andere Base. Ja, heranwachsend. Mein Gecko, der ist jetzt nicht mehr jugendlich, das finde ich cool. Der kommt jetzt in die Pubertät, braucht bald keine Milch mehr und dann kann ich den hoffentlich auch mal so in diesem Jahrhundert nochmal reiten. So. Da rennt der Parasaurier, da machen wir hier nachher mal dicht. Ja, ich würde sagen, wir füllen das Ganze hier mal mit Leben, also mehr oder weniger mit Steinen. Metall,
Und Metall und Stein brauchen wir erstmal, um das Ganze zu bauen. Das ziehen wir uns hier erstmal rein. Ja, klick ihn erst an. So, Fleisch. Wir hätten gerne Fleisch. Verdorbenes Fleisch. So. Zack. Und dann haben wir die Möglichkeit, Konsumgüter herzustellen. Und dann würde ich sagen, hau rein, Marie. So, und weil es so schön ist, was ich eben sagte, ja, Steine brauchen wir. Die Steinpumpe und die große Box, die holen wir uns mal. Transferieren. Metall, dasselbe Spiel. Metal. Ja, das sollte erstmal reichen. Konsumgüter. Ja, eigentlich gab das ja immer hier die Foundations. Ach, hier sind ja auch zwei, wie ich gerade sehe. Foundation und Foundations mit S, okay. So, wie viel können wir denn herstellen? Ich würde mal so 9, 12 Stück. Ne, ich mache erstmal 9. Und das prügelt unseren Level langsam voran hier. Schritt für Schritt für Schritt. Nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber mehr als ich befürchtet habe. So, machen wir Tür auf. Ich möchte gerne hier unten einmal Fliesen legen. Tap, 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 tap. Na, Para, ich weiß, dass du hier rumkriegst. Ich höre dich. So, dann würde ich sagen, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Guck, mit 12 kommen wir ja mal gerade hier zwei Reihen entlang. Nicht mal das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, das. Ja, ich kann noch mal 10 Stück nachbauen, mal gucken. Ich esse noch mal was, weil es so toll ist. Strukturen, Foundations mit S und da gibt mir mal. Ich will nicht alle. Das ist schon eine recht gemütliche Kiste hier, die wir gebaut haben, finde ich. Hier auch schön über den Fußweg. Tap, 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 tap. Müssen wir die hier noch ein bisschen weiter ausbauen, weil hier muss es ja weitergehen, hier unten. Das kommt alles. Kommt Zeit, kommt Mauer. Lass mich rein. Nicht aufheben. Greystone, Sandstone. Bisschen Konzentration, dann geht das auch. Das hat er nicht genommen. Warum hat er das nicht genommen? Ich könnte ja auch ein Schachbrettmuster hier unten bauen. Also so nur so jeden zweiten hier. Das ist. Oh, das sieht gar nicht mal so schön aus. Das heißt hier noch 2, 3, 4. 5, 6
Und hier wahrscheinlich. Ach, nee, hier ist noch eine. Also 6 Stück fehlen mir noch. Ich heißt, ich brauche noch Metall und Steine. Ja, und hier geht's nachher weiter. Mal gucken. Da oben ist der Schornstein von meinem Kamin. Das ist natürlich auch noch nicht so das Wahre. Aber hier unten haben wir schon ordentlich Platz und dann werden wir hier hinten nachher ein schönes Tor setzen, wo auch ein Giganotosaurier durchkommt. Und kein Parasaurier. Ich brauche hier immer noch ein Bett, ne? Stroh. Mir fehlt Stroh. Haben wir drüben mehr als genug? Ich habe gar nichts mit. So. Ich könnte ja jetzt hier irgendwie einen Baum verprügeln, bis er mir Stroh rausgibt. Aber das würde ich im Moment gar nicht mal wollen. Was habe ich denn hier noch im Schrank? Hier ist ein bisschen Stroh. Öl. Obsidian. Das nehme ich mal mit rüber. Beziehungsweise das behalte ich. Das nehme ich mal mit rüber. Da kann ich nämlich mal ganz entspannt. Auch guck mal, hier sind 14 Stück. Schwer. So. Hier sind noch 14. Das ist ja cool. Dann kann ich ja hier unten noch fertig bauen. Juhu. Sandstone. Mr. Sandstone, bring me a tree. Da, 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 da. Zack und zack. Und machen wir dich auch nochmal sandig hier. Damit haben wir hier schon mal zwar unterschiedliche Mods benutzt, aber ja, die Steine passen tatsächlich ein bisschen besser. Aber ich habe von dem anderen einfach vom Material her lieber, weil die kein Zement verbrauchen. Das klingt doch wieder nach dem Fiom hier. Ja, das kleine Schweinchen. Da ist es wieder. So, da werden wir das Ding hier mal an die Wand setzen. Da oben hatte ich noch andere Bauteile, die werde ich mir mal rausholen. Da, komm mal her. Klopf, klopf. So, komm mal hier. Zack. Jetzt schnell, bevor der in unseren Hof eindringt. Geh ja weg, du Schweinchen. Brauchst hier gar nicht so zu gucken, du kommst hier nicht rein. Jetzt wird das hier schon wieder so dunkel, ne? Es kommt wieder schlechtes Wetter. Na gut, ist mir recht. Ich hätte gerne, da fallen schon die ersten Regentropfen. Und ah, den Finger Gottes. Oder ein Finger der Götter, Plural. Oder ist das die Rosette eines Engels? Man weiß es nicht. So, hier fackelt die Fackel, das ist in Ordnung. Es ist im Moment noch kein schlechtes Wetter.
nur ein paar vereinzelte Tröpfchen. Das kommt mir so ein bisschen vor wie das echte Wetter bei uns draußen, wo es seit Wochen nicht geregnet hat. Ich könnte hier oben mal den Adler deponieren. Aber um den Adler hier hin zu parken, müsste ich dann auch hier wie langsam mal eine Futterkiste aufstellen, damit die Tiere auch was zu fressen haben. Soweit bin ich aber noch nicht. Tap, 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 tap. Gut, ich, ja, wie gesagt, hier ist es jetzt langsam witterungstechnisch suboptimal. Ich überlege, ob ich hier vorne das hier so lasse, mir ein gemütliches Zimmer mache, aber hier vorne das Ding komplett schließe. Inklusive Decke und allem. Ja, das ist, wenn man viele Ideen hat. Das hier muss auf jeden Fall auch noch anders werden. Metal Pump, Stone Pump, Obsidian und Kristall war das, ne? Ja. Die lassen wir mal so. Guck, hier können wir schön rausgucken, was das Schweinchen draußen macht. Ich hätte gerne von den Ecolampen hätte ich hier gerne mal eine Handvoll. Ich glaube, die hatte ich drüben in der im Schrank noch welche. Oder ich muss welche bauen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Zack. Hier ist das Wetter auch nicht besser als drüben. Eco. Ist gleich hier links. Ach ja, das Metall wollte ich doch auch noch versenken. Das gehört hier rein. Zack, dann sind wir da schon mal los. Können wir mal einschalten. Lassen wir ihn laufen. Da kann er uns ein paar Altmetallbarren bauen. Und ihr zwei, wie geht's euch? Hängt hier rum, ne? Ich weiß, ist nicht so spannend hier. Ich habe hier eine Wand doppelt. Wollte ich das nicht auch zubauen hier? Naja, egal. Jetzt habe ich hier erstmal eine Holzkonstruktion, eine schöne. Hier laufen meine Pumpen. Die müsste ich eigentlich mal leeren. Metal. Guck mal, über 4000. Und Stein. Hier auch, das ziehen wir mal aus der Pumpe hier rüber. So, einmal gucken, ob ich hier Lampis habe. Nein. Du hast keine Lampen. Gut, die Dinger habe ich. Habe ich irgendwas, was ich mit rübernehmen kann, was irgendwie total interessant ist? Den Zement nehme ich mit. Das Öl lasse ich hier, das brauche ich nicht. Stroh wollte ich haben, ne? Wobei, ich kann eigentlich auch das Bett gleich hier bauen. Hier ist jetzt das Problem gewesen, dass ich Bett erst anbauen kann, wenn ich die Bench neu gesetzt habe. Egal, ich brauche Lampen. Das soll drüben schön sein. Lights.
100 Stück brauche ich nicht, aber 10 nehmen wir mal mit. Ein bisschen Leder nehmen wir auch mit. So. Gib mir mal so 500 Leder. Dann hätte ich gerne auch ein paar Fasern. Weil wir davon nämlich genug haben. Nehmen wir mal 1000 Stück. Die wiegen ja auch nicht die Welt so. Und Holz. Holz hätte ich auch gerne noch. Habe ich, glaube ich, drüben auch nicht so viel. Gib mir da mal so 2000. Du bist zu schwer. Bin ich wirklich zu schwer? Kann ich laufen? Nö. Wie unschön. Dann tue ich ein bisschen von dem, was am schwersten ist. Das ist das Holz. Dann nehmen wir mal 850 Holz und dann kommt später wieder. Oh, die Sonne scheint. Guck. Dann heißt es schnell rüber. Unsere Insel bei Sonne genießen. Hui. Ach, ist das schön so. La, 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 la. Zack. So, dann einfach rein den Krempel hier, bis auf die Lampis. Die würde ich nämlich gerne separat setzen. Ach, guck mal, ich habe auch noch hier die dicken Foundations in der Tasche gehabt. Na, denn kann ich ja auch nicht so viel tragen. Ah, ich hatte hier schon welche gesetzt, das ist gut. Dann würde ich vorschlagen, hier unten hatten wir ja Fackeln, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, aber nicht hier. Ach, naja, gut. Also, die 6, da setzen wir mal hier eine Lampe neben die Tür. Hier, die kann man hier nirgendwo setzen, weil das keine Strukturen sind. Die künstlichen Strukturen, wie hier das geht, die natürlichen Strukturen gehen nicht. Dann setze ich hier auch noch eine hin. Falls man mal im Dunkeln hier rumrennt. Achso, ich wollte doch hier noch eine Rampe, eine schräge bauen. Upf. Weil das da so eine Stufe ist, die finde ich doof. Eine Rampe. Ich guck mal, ob ich mit der Steinrampe eine Treppe bauen kann. Ich glaube nämlich ja. Bin mir nicht sicher, hupf, aber ich glaube, die 5. Switch to Stairs, sehr schön, guck mal. Und dann kann ich nämlich hier ganz entspannt hochgehen, ohne jedes Mal mir die Nase dazu stupsen. Kuckuck, so. Das hier gefällt mir natürlich noch nicht, das ist aber auch nicht so wild. Ich würde gerne hier oben weiter bauen. Ich weiß aber im Moment noch nicht so genau. Warte mal, ich habe doch hier so ein Tor gehabt. Das hier. Schönes Tor. Hier gibt es auch noch welche mit Fenstern.
Den nutzen wir natürlich auch noch bei Zeiten. Soweit so gut. Ich will das hier alles nicht kaputt machen. Die Bäume sollen hier unbedingt bleiben. Ich mag die nämlich. So. Dann pass mal auf. Zement. Was habe ich noch an Paste? Da 100, jetzt zacken wir mal hier rüber und Zement. Das brauchen wir ja alles für diese Bauform. Zack. Dann habe ich hier noch eine Wand. Okay. Das heißt, wir brauchen Metall. Und zwar alles, was wir haben. Und Steine. Ich auch alles mit, was da ist. So, Strukturen, Wände. Das nehme ich schon mal mit rüber. Eine Drittelwand. Ach, Vanilla sind die 2 Meter hohen, nicht 2,5 Meter hohen Wände. Ich gucke gerade, hä, wieso das? Ja, weil es hier tatsächlich noch auch ein Drittel Höhen gibt. Gib mir mal das Ding hier. Da habe ich eine Idee. Und dann hätte ich gerne einen davon. Dann hätte ich gerne eine klassische Wand. Da, da, da. 1, 2. Mal gucken. Zack. Mach hoch die Tür, das Tor macht weit. Es folgt die Braut voll Herrlichkeit. Hier würde ich gerne diesen halbrunden den setzen. Die 7. Weil der macht hier einfach mehr Sinn. Anstatt das mit den Stufen. Hier in der Mitte ist, glaube ich, genau, hier ist genau die Mitte. Das heißt, ich kann hier drin überhaupt nichts als Tor setzen, weil alle Sachen hier in der Hälfte enden würden. Müssen wir mit leben, offener Durchgang. Ist kein Beinbruch. Aber schön ist es anders, ja. Ich wollte gerade sagen, oder? Nee, eben nicht oder. Das ist schon korrekt, was ich gesagt habe, weil wir ja hier die Wand, da kann ich ja gar nicht hier rüber gehen. Weil er hier auf der Foundation nicht grippt. Der rastet da nicht ein. So, was ich jetzt aber gerne hätte, ist einmal die 6. Hier machen wir eine 5. Und hier auch. Dann haben wir zwar den Baum hier so in der Wand, aber das ist in Ordnung.
Ja, weil hier nach außen, das werden wir vielleicht noch erweitern. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Alte Zitterpappel hier. Dann kann ich aber auch das Ding hier schließen, ne? Da brauche ich da eigentlich gar nicht so einen schicken Bogen. Wobei ich den hier auch abkürzen kann. Innen, das mache ich auch. Ich will da nämlich nicht so eine Ecke haben. Wobei man die wiederum besser schließen kann. Ach Mensch, ich bin jetzt so uneins. Gib mir noch mal zwei natürliche Wände. So, gib mir mal hier die 5. Also ich könnte den hier setzen und dann da setzen, aber dann... Nee, das gefällt mir tatsächlich besser so. Eine Diagonale kann ich hier, glaube ich, nicht bauen. Dazu müsste ich die Legacy Mod haben. Die hat Diagonalen und Radien. Das wäre natürlich schöner. Habe ich aber nicht. Schade, dass es in der Mod nicht, dass die das nicht so konsequent weitergezogen haben. Dass die da wirklich gesagt hätten, wir bauen die Elemente alle sowohl diagonal wie, ja, ich sag mal, im 30-Grad-Winkel. Das hätte schon Sinn gemacht. So, pass mal auf, hier machen wir die 7 mal hin. Nicht, dass ich die hier brauche. Aber es hat was von der Stütze, ne? Wenn ich die hier hin mache, habe ich da so einen Stolperstein. Das geht ja auch bis hier. Ich habe doch noch, warte mal, Inventory. Dieses andere Ding hier. Gib mir die mal her hier. Dann gib mir mal die 7. Nein, die will ich nicht haben. Die 5. Das Ding stützt. Und die 7. Stützen wir mal da ab. Wenn einer fragt, warum? Wegen der Statik, die nicht existiert. Ah ja, okay. Und damit hier keiner in die Ecke reingeht, was aber immer noch funktioniert. Ja, ich sehe schon, also mit Logik kommt man hier nicht weit. Ist aber auch nicht schlimm. Na, wer kommt denn da? Ein kleiner Stegosaurus. Hast du dich verlaufen? Oh! Ein Tech. Ich habe keine Pfeile, mit dem muss ich per Hand prügeln. Nicht ungefährlich. Aber ein Tech. Keiner gesehen, ne? Das, ja, war ein Unfall. Ich steck schnell die Tatwaffe weg. Nein, nein. Und wenn einer Fragen hat, hier ist, gab's nichts zu sehen. Hm.
So, habe ich was auf die Nase gekriegt, irgendwie gesundheitstechnisch? Sieht eigentlich gut aus. Ich glaube, das arme Vieh war so überrascht. Was machst du? Schupperst dich hier am Baum oder was? Na, sowas. So, dann geben wir mal schnell Gas, laufen schnell nach Hause. Oh toll, der kackt der mir hier auf dem Felsen. Ja, ich auch gleich. Voll animiert gleich. Kaum sehe ich Exkremente, schon lässt der Schließmuskel nach. So. Ja, dann würde ich sagen, ach, wir können an der Stelle mal ein Päuschen machen. Heute mache ich auch nicht so lange. Ich muss ja schließlich morgen arbeiten. So, zack. Dann schmeiß den Kram mal hier rein. Elektronik gibt's. Altmetall, ja gut, das hätten wir drüben verbraten können. Es gibt noch ein paar Lampis. Ein paar Fackeln, die kann ich noch setzen. Die leuchtet hier schon ganz gut. Gott sagen, was für ein Schatten, der Vogel. So, da leuchtet eine Laterne. Überall knuspert es. Ich will mal hier am Rand eine setzen. Ich habe Feuer gemacht. Sehr schön. Das hier schließen wir natürlich noch. Das gibt noch einen schönen Abschluss hier. So, da gab es ein Feuer, da oben gibt es ein Feuer. Hier habe ich irgendwie kein Feuer. Würde ich hier aber gerne eins setzen. Hier werden wir das Ding irgendwann noch schließen, das ist aber kein Thema. Ja, ich würde sagen, ich verkrümel mich oben in meinen Salon. Habe ich schon ein Bett gebaut, was ich vorhatte? Betty, komm mal her. Herstellung. Bad. Ja. Rechtschreibung für Anfänger. So, Betty geht. Dann machen wir doch mal schnell eins. Packen das hier unter die Leselampe. Fünf. Benennen das einmal um. Umbenennen. Simple Bad. Ups. Na sowas. So, da machen wir mal Wendy Island draus. Hey. Ja, ich würde sagen, eine gute Gelegenheit, hier einmal einen Cut zu machen. Dann würde ich sagen, wer Lust hat, schaltet nächstes Mal wieder gerne mit ein. Ich freue mich. Tschüss.